Hey Leute, hallöchen und willkommen zu einem neuen Pokémon namens Garubino und Alpha Saphir Live Wi-Fi Battle. Wir spielen heute gegen den guten Chris im Overused und ja, ich würde sagen, welche Musik nehmen wir? Wir nehmen Stück 4. Warum nehmen wir Stück 4? Weil aus Gründen. 4 ist eine schöne Zahl. So, bin gespannt, was er mitnimmt. Er bringt mit Bisaflor, Heatran, Lamus, Felinara, Dimeteros, der Tiergeistform und Grifeldes. Das Ding ist, dieser Kampf ist eigentlich der vierte Kampf, den ich jetzt aufnehme. Der erste Wi-Fi Battle, der jetzt vor 2 Tagen kam, das war eigentlich der zweite und sind der erste und der dritte leider verloren gegangen. Weil ich ihn, weiß ich nicht, weil mein PC irgendwie mit den Einstellungen nicht klar kam. Aber gut, reden wir nachher drüber. Muss erst mal hier aufs Team konzentrieren. Ich bring hier heute mit und ich kann, weiß aber noch nicht ganz, wie ich den Touchscreen jetzt hier einblende. Ich bringe hier mit Voltolos T, Morlord, Zappy Royal, Stalobor, Meistergriff und Fiaro. So, womit kann ich denn hier gut leaden? Ist auf jeden Fall ein starkes Team. Ich wüsste jetzt gerade nicht, mit welchem Pokémon ich da durchrennen könnte. Ich glaube einfach mal, dass er mit Dimeteros leadet, um eventuell Tarnsteine so rauszubringen. Deswegen, ich fange einfach mal mit Morlord an. Und wir gucken mal, auf was das hinausläuft. So, der Kampf beginnt. Am Anfang bestimmt voll die unspektakuläre Musik, weil ich rechts auf der Route von Obwechselfeld stand. Aber egal. So. Chris will mit dir kämpfen. Los, Swagsire. Und der fängt mit Monsieur D an. Das ist nicht Dimeteros, aber Slowbro geht für mich auch klar. Wenn ich nämlich jetzt ein Toxin auf Slowbro bekäme, das wäre richtig sahnig. Ich habe mir das ziemlich gemerkt. Scheiße. Egal. Was ich noch sagen kann ist, ich nehme heute nicht mit dem normalen OBS auf, ich nehme heute mit OBS Studio auf. Ich hoffe, dass das Bild, ich habe die Einstellung da ein bisschen angepasst, weil man da einstellungstechnisch ein bisschen mehr machen kann. Ich hoffe, das Bild sieht immer noch gut aus, vielleicht sogar besser. Aber OBS Studio läuft bei mir stabiler. Und bei normalen OBS hatte ich immer wieder, dass das Bild kurz stehen geblieben ist, dann war hinterher der Ton und alles asynchron. Das war nicht schön. Deswegen hoffe ich, dass es heute klappt. So, wir gehen jetzt einfach mal auf Toxin. Er geht direkt auf Psychoschock. Das ist okay, wir sind physisch defensiv, also sollten wir, ja, keinen Schaden fressen quasi, um Toxin auf Mordor zu bekommen, ist absolut großartig. Weil das Ding in seinen defensiv ekligen Stall-Fähigkeiten damit stark beschränkt wird. By the way, der Typ, gegen den wir heute spielen, ist Dark Darling. Kann man eventuell kennen, ist ein sehr aktiver Zuschauer. Er wird jetzt rauswechseln, garantiert. Wenn ich jetzt noch, er hat Heatran dabei. Ich schreibe das mal eben auf. Ich mache jetzt hier so ein Textdokument auf. Ich schreibe mir jetzt auf Heatran, Lamus, Dimeteros, Bisaflor weiß ich noch, Sylveon und der Eiergeier. Ich schreibe jetzt einfach der Geier auf. Grifeldes heißt das Ding, genau. In was kann er da gehen? Ich glaube fast, dass jetzt der Switch in Bisaflor kommt. Und den predikte ich jetzt und gehe in meinen Fiaro. Ich glaube nicht, dass er hier drin bleibt. Aber ich switch zuerst raus. Oh oh. Oh oh. Wenn er jetzt aufs Gold geht. Er geht nicht aufs Gold, oder? What? Warum? Warum? Warum tut er das? Ist irgendwas. Gegen Bisaflor könnte ich mich nochmal hochroosten. Okay, das war eventuell einfach zu schnell geklickt. Ihr könnt jetzt auch wieder auf Psystock gehen, er hätte nichts dabei zu verlieren. Ich gehe trotzdem jetzt in Zappy Royal. Fiaro brauche ich aber noch. Fiaro brauche ich noch, solange Bisaflor lebt. Ah, so cool. What the fuck passiert hier? Predicted er so gut? Oder was zum Teufel? Chris. Hey, komm her. Lehn dich an den Bildschirm, Sie, Sir, sind ein Gott. Ich weiß nicht, er outplayt mich hier gerade, wo es nur geht. Er muss aber jetzt raus. Er will doch nie im Leben, will er jetzt einen Leaf Storm von Slytherin abbekommen. Nie im Leben.
Deswegen gehe ich jetzt in Bob. Mein Meistergriff. Okay, danke schön. Jetzt kommt doch wohl Heatran rein, oder? Root, das ist Bisaflor. Uncool. Oh Gott, das Match könnte gar nicht schlechter laufen gerade. So, und mein DS wird auch noch rot. Ah. So, was kommt jetzt? Kommt jetzt ein Schlafpuder? Kommt jetzt ein Schlafpuder? Würde mich nicht überraschen. Ich muss erstmal kurz ein Ladekabel holen. Es tut mir leid. So. Professionalität ist bei mir wie immer groß geschrieben. Ich dachte am Anfang des Matches so mit Mordo, dachte ich mir so, boah, könnte ja gut werden. Und dann hat er mich outplayed, wo es nur ging. So, was mache ich jetzt hier? Hier drin bleiben macht keinen Sinn. Icy ist halt nicht sehr effektiv durch die Fähigkeit. In Fiyaro gehen kann ich nicht, weil wenn ich Fiyaro verliere, verliere ich einfach gegen dieses Bisaflor. Ja, oder ich bleib halt ja, drin bleiben. Was möchte ich eingeschläfert haben, wenn jetzt ein Sleep Powder kommt? Heatran. Also nicht Heatran, was rede ich da? Meistergriff könnte ich noch sehr gut gebrauchen. Eventuell Knuckles. Oh Gott, ich muss jetzt irgendwas tun. Mir läuft die Zeit weg. Ich gehe einfach jetzt auf Ice Heap. Vielleicht kriegen wir einen Freeze. Mir läuft jetzt einfach die Zeit ab. Ich habe keine Zeit mehr, mich zu entscheiden. Shit, ey. Ich muss Fiyaro nochmal reinbekommen gegen Bisaflor, mich hochhusten. Sonst habe ich ein ganz großes Problem. Egelsam. Ja, okay. Vielleicht hat er keinen Schlafpuder im Set. Das wäre ganz cool. Ice Heap, go. Gib ihm. Ja, Freeze wäre jetzt halt richtig sahnig, aber wohl nicht. Ja. Das Match zu gewinnen wird schwierig. So, wir sehen, ich mache effektiv keinen Schaden und muss jetzt raus. Wenn ich jetzt rausgehe in meinen Sliver und der geht auf Matschbombe, dann könnte ich mir das niemals verzeihen. Wenn Fiyaro voll wäre, ne? Wenn Fiyaro noch voll wäre. Vor allem in Sliverin zu gehen, würde mir auch gar nichts bringen. Außer ich hätte schon Leaf Storm rausgeholt, hätte ich mit Dragon Pulse nochmal gut Schaden machen können eventuell. Kommt jetzt Giga Drain oder Sludge Bomb, ist halt die Frage, ne? Ich predikte jetzt mal die Sludge Bomb und gehe in Stalobor. Das Problem, ich komme halt nicht voran. Ich komme halt nicht voran gegen Bisaflor. Das habe ich damals, als ich mir das Team auf Showdown gemacht habe, habe ich das schon gemerkt. Mein Team struggelt gegen Mega Bisaflor. Wenn Fiyaro weg ist, verliere ich einfach Giga sogar. Natürlich. Wenn Fiyaro einmal weg ist, verliere ich halt komplett gegen Bisaflor. So, jetzt ist mein Luftballon noch weg. Das ist auch uncool. Das Match könnte besser laufen. Ich brauche halt einfach einen Safe Switch, das Problem. Und den habe ich überhaupt nicht. In keinster Weise. Deswegen, ich werde vermutlich hier noch Stalobor jetzt opfern. Hier nochmal auf Eisenschädel. Okay, er ruft zurück. Und was geht hier? Lamus, ne? Ne, was ist das? Demeteros. Okay. Ja, Demeteros ist okay. Ich muss Fiyaro halt irgendwie safe reinbekommen, weil ich glaube, dafür muss ich erstmal irgendwas opfern. Boah, Eisenschild macht aber nochmal okay einen Schaden. So, jetzt kommt. Ich könnte jetzt predicten. Also, ich muss rauswechseln, weil jetzt kommt sowieso EQ oder U-Turn. Also, ich könnte auch in Voltolos gehen. Mache ich auch. Ich gehe jetzt in Voltolos. Wenn jetzt Abschlag kommt oder noch besser Steinkante, dann Chapeau, aber glaube ich nicht. Voltolos, gib ihm. So, was ist das für ein Lander? Ja, Cap Banner. Ich dachte, das Lander ist auch gescarft, würde ich sagen. Yo. Ich hätte auch drin bleiben können, aber er hätte dann mit dem Angriffsdrop auch genauso gut in Mandibus gehen können. Jetzt kommt aber mit Sicherheit erstmal Sylveon rein. Ich kann mir vorstellen, dass dieses Sylveon gespext ist. Choice Specs Sylveon. Presentina ist bestimmt Sylveon. Yep. Das will mir auch nicht gefallen. Ich habe halt auch mit diesem Voltolos nicht viel, um das Ding anzuhittern.
Ich glaube, er wird jetzt einfach safe Schallwelle drücken, deswegen gehe ich nochmal in Knuckles. Ich glaube, tank ich das überhaupt noch? Ah, das Match läuft ganz katastrophal. Schallwelle, ja. Tank das? Oh, ein KP! Stahlobor, du Lord. So. Er möchte sich Sylvan aber noch aufbewahren. Da kannst du mir erzählen, was du willst. Das will er sich sowas von noch aufbewahren. Deswegen pull ich jetzt ein Double. Predicte, dass Demeteros und könnte in Lamos gehen. Habe ich wieder das Ratespiel mit Bisaflor. Wobei, ich verlasse mich da nicht gerne drauf, aber ich müsste dann wahrscheinlich... Er bleibt nicht wirklich drin. Er bleibt nicht wirklich drin. Okay, ich dachte schon. Stimmt, ich war ja schneller. Nevermind. Komm, Landorus, ne? Nee, was ist das? Flintsteen. Ah, okay. Den Geier finde ich aber auch nicht so schlimm. Aber ich glaube nicht, dass er hier jetzt drin bleibt. Ich glaube eher, dass er jetzt in Bisaflor geht, weil Bisaflor mich einfach komplett wall. Und ich muss einfach mit Siedewasser einen Burn auf das Bisaflor bekommen. Wieder Verhöhner, okay. Ja, ist trotzdem gut, wenn ich das Ding verbrannt bekomme. Siedewasser, bitte ein Burn. Das will mir nicht gefallen. Was ich aber auch machen kann. Gegen... Ja, außer es kommt jetzt ein Abschlag. Abschlag könnte jetzt kommen. Könnte Knuckles opfern. Wobei Knuckles kann eigentlich nochmal mit Eisenschädel ein bisschen was tun. Ich glaube, drinbleibend auf Siedewasser weitergehen ist... Ich könnte halt in den Cyclos rausgehen. Was würde mir Cyclos hier bringen in dem Matchup? Eigentlich gar nicht. Ich muss eigentlich drinbleiben und ich muss hoffen, dass ich mal einen Siedewasserburn bekomme. Geht raus, geht jetzt mal bitte in Bisaflor. Ich will einen Burn auf Bisaflor haben. Ja, das ist Bisaflor. Bitte, bitte, Morlord, verbrenn dieses Bisaflor. Ich brauche den Burn so dringend gegen das Ding, sonst verliere ich einfach dagegen. Crit? Ja! Ja! Yeah! Okay, okay, die Verbrennung wird mir auf jeden Fall schon mal helfen. Außer dass Sylveon hat Heal, das wäre uncool, aber das wird mir schon mal helfen. So. Er wird jetzt einfach auf Giga Drain gehen. Ich könnte Knuckles jetzt opfern und danach in mein Fiyaro gehen, um es hoch zu boosten. Das könnte ein Plan sein. Dieser Missplay am Anfang wirft mich richtig weit zurück. Sonst hätte ich jetzt gesagt, ich gehe einfach direkt in Fiyaro. Aber will ich Knuckles opfern? Eigentlich nicht. Eigentlich überhaupt nicht. Morald ist aber auch noch wichtig. Boah, ich weiß ja noch gar nicht, wie ich an Sylveon vorbeikommen soll. Aber das Match wird spannend, liebe Freunde. Brauche ich wollte aus diesem Match. Es geht eigentlich. Nicht unbedingt, deswegen ich glaube, ich gehe in Voltolos. Aber. Knuckles haut eh nur noch einen Angriff raus. Wahrscheinlich. Ich gehe trotzdem in Cyclos. Ich brauche Cyclos am wenigsten in dem Match und Stahlobor kann nochmal was gegen Sylveon oder gegen Heatran machen. Gigasauger. Okay, das ist okay, das macht auch nicht viel. Ich trinke gerade Arizona Eistee. Ich bin gar kein großer Fan von Arizona Eistee. Aber Arizona wird mir jetzt die Kraft geben. Also, los Arizona! Hilf mir! Ich meine, ich habe eine HP Ice auf dem Set. Also ich habe eine Kraftreserve auf jeden Fall, aber ich meine lieber HP Ice. Ich kann ihn rausbaiten, vielleicht, dass er denkt, ich hätte eine Kraftreserve Flug. Das Problem ist halt echt bei Voltolos, das Ding hat keine gescheite Flugattacke. Und ihn in Sylveon baiten. Ich glaube, Nasty Plot kann ich mir jetzt erstmal gönnen. Ränkeschmied. Ich kann mir vorstellen, dass Sylveon reinkommt, aber wenn Sylveon reinkommt und ich dann Donnerblitz drauf bekomme, dann wäre das schon mal richtig gut, weil bei plus 2 macht das Schaden. Auch wenn ich leider keinen Live-Up habe, ich habe hier die Prunusbeere drauf. Vor dem Kampf hatte ich, also ich hatte, in der letzten Aufnahme hatte ich einen Live-Up drauf, da hat mir, die Prunusbeere hätte mir eher was genützt.
Und ich glaube, jetzt wird mir der Live-Orb viel mehr helfen. Also egal, welches Item ich auf dieses Voltolos packe, ist es immer das Falsche. Okay, er switcht raus. Geh in Sylveon, dann kann ich noch einen Donnerblitz rausholen. Nein, er geht in Landorus. Und ich weiß, dass er gescarft ist. Das Ding ist, gegen Landorus habe ich halt... Ich habe halt eigentlich einen ziemlich safen Switch mit Morlord, deswegen brauche ich Cyclos hier eigentlich noch nicht opfern. Das Ding ist offensichtlich gescarft, deswegen gehe ich auch mal nicht davon aus, dass es die Tarnsteine im Set hat. Steinkante, yo, geht sogar daneben. Geht sogar daneben. Ich könnte jetzt einfach nochmal auf Scald drücken, aber geht jetzt sowieso in dieser Floor. Aber er wird mit Kehrtwende rausgehen, ist das Problem. Deswegen gehe ich mal. Ich könnte auch auf Erdbeben gehen, einfach nur um Chip Damage zu machen, aber macht am Ende des Tages halt nicht viel aus. Oder ich gehe auf Toxin für den Fall, dass er in Mandibuzz geht. Das wäre halt richtig cool. Aber wird er nicht tun. Er wird einfach in dieser Floor gehen, deswegen gehe ich einfach mal auf Erdbeben, nur ein bisschen Schaden zu machen. Und ich mache hier mal. Er geht direkt raus. Mal kurz hier so ein Licht an. Er geht direkt. Er ist doch gescarft. Oh, er kann doch gar nicht auf U-Turn gehen. Das war dumm. Oh, auf einen Choice-Back Sylveon und Toxin zu bekommen, das wäre auch nicht schlecht gewesen. Erdbeben macht, ja, Peanuts an Schaden. So, das Problem ist, ich habe keinen Switch in die Schallwelle. Ich kann nochmal auf Erdbeben gehen, aber ich kann auch eigentlich genauso gut Voltolos opfern und danach Eisenschädel drücken mit Stalobor. Ich glaube, wie ich es mache, mache ich es verkehrt. Ich glaube, oder will ich Morlord opfern? Habe ich noch Switch-Ins in Demeteros? Geht so. Geht so. Ja, Lamos ist vergiftet. Komm, das Morlord hat einen guten Job an sich gemacht. Ich gehe einfach auf Erdbeben. Okay, geht auf Schallwelle. Tank das bitte, Morlord. Ich habe gehofft, du würdest wenigstens eine tanken. Okay, hätte ich auch Voltolos gehen können. Knuckles, dein Auftritt. Geh auf Eisenschädel. Beziehungsweise, ich gehe nicht auf Eisenschädel. Ich gehe. Doch, eigentlich kann ich auf Eisenschädel gehen. Aber es kommt doch jetzt Lamos rein. Ich gehe in Cyclos. Wenn er jetzt drin und auf Schallwelle geht, dann ist er ein Lord. Dann ist er der absolute Lord. Aber wird er nicht tun. Er wird jetzt in Mandibuzz oder in Slowbro gehen. Okay, geht raus. Die Doubles funktionieren jetzt immerhin. Das war der Geier, okay. Das war der Geier, das ist okay. Mit dem Geier komme ich hier voll klar und das werde ich einfach. Ich will nicht nochmal auf Nasty Plot gehen. Ich glaube, ich gehe auf die Kraftreserve und bait jetzt wieder das Landorus. Er bleibt drin, nein! Nein! Es ist nicht meine Kraftreserve Eis. Was zum Teufel spiele ich auf diesem Voltolos? Wisst ihr was? Das werden wir nach dem Kampf zusammen herausfinden. Was für eine Kraft. What the fuck, was spiele ich für eine Kraftreserve? Das ist doch. Voltolos wird gerade ein ganz mächtiges Auge, glaube ich, gerade gegen Pisa Floor. Ich glaube, das ist eine Kraftreserve-Flug. Warte mal, opfer ich gerade mein Voltolos? Nein. Ich glaube, Voltolos wird gerade ein ganz mächtiges Out. Beziehungsweise wäre eins gewesen, weil so kriege ich keinen Nasty Plot mehr raus mit dem wenigen KP. Ich dachte, das wäre eine Kraftreserve Eis. Scheiße. Oh, ich bin so ein Retard. Ich hätte Morlord nicht opfern dürfen. Ich hätte. Warum opfer ich eigentlich Serpi Royal nicht? Das Ding ist paralysiert. Das ist langsamer als alles. Richtig dumm, was ich hier tue. Ich spiele heute auf jeden Fall nicht wie ein junger Gott. Ich würde es gerne behaupten, aber ich kann es nicht. So, jetzt kommt doch bestimmt. Es kommt Sylveon rein. Sylveon wird auf jeden Fall einen Move tanken und kann dann wieder irgendwas mit Schallwelle killen. Das ist das Problem jetzt gerade mit Sylveon. Nee, er geht in Landorus, okay. Ich glaube nicht, dass er nochmal auf Steinkante geht. Ich glaube eher, dass er jetzt nochmal U-Turn drückt. Aber ich glaube, dass Meistergriff jetzt trotzdem ein akzeptabler Switch ist. Der Kampf bleibt immer entspannt, das muss man sagen. Kraftkoloss. Okay, Kraftkoloss, wie viel macht das? Ja, geht. Also durch den Angriffsstopp überlebe ich auf jeden Fall noch einen. Switch jetzt, ich würde sagen, er switcht jetzt wieder in Bisa Floor. Also er muss jetzt auf jeden Fall raus.
Er muss jetzt raus. Ich gehe jetzt in mein Fiaro und drücke dann Ruheort. Okay, er geht raus. Perfekt. Geh in Visaflor. Nice. Okay, die Doubles funktionieren jetzt. Die Doubles funktionieren jetzt. Der Kampf geht schon wieder 20 Minuten ungefähr. Alter. Ja, das sind halt OU-Kämpfer, ne? So. Er will hier nicht drin bleiben. Er weiß, dass wichtig Visaflor ist. Deswegen kann ich hier jetzt auf Ruheort gehen und mein Fiaro wieder heilen. Nein. Als ob. Was macht er? Ich hasse mein Leben. Nein, als ob. Okay, jetzt verliere ich gegen Visaflor. Als ob er hier drin geblieben ist. Ey, ich hätte... What the fuck? Okay, das wirft mich jetzt gerade komplett raus. Cyclos. Kraftreserve, Flug. Er ist gegen Fiaro. Wäre ich auf Sturzflug gegangen, wäre das Ding weg. So, Kraftreserveflug, go. Wenn es kein Kraftreserveflug ist. Okay, es ist Kraftreserveflug, perfekt. Und Bisaflor ist immerhin raus. Aber ich hätte nie damit gerechnet, dass er in Fiaro drin bleibt. Also Fiaro hätte jetzt auch nicht mehr so viel gemacht, wenn Bisaflor jetzt weg ist. Also gegen Sylveon wäre es nochmal gut gewesen. Aber so alles in allem geht so. Okay, aber hier passt, also ich muss sagen, das ist ultra das Prediction Game und ich predikte nicht gerade immer gut. So, kommt Medley. Ich habe einen Fokusstoß. Aber die Erfahrung hat gezeigt, man verlässt sich nicht auf Fokusstoß. Das Ding ist, ich kann nicht rausswitchen. Voltolos, ich würde tatsächlich lieber Sliverin behalten, glaube ich. Für Lamus. Weil jetzt, wo. Ja, oder? Möchte ich das? Dann mache ich jetzt einfach nochmal Schaden auf dem Meistergriff. Das gleiche Tempui von. Auf dem Meistergriff. Auf dem. Ich mache jetzt nochmal Schaden auf dem Heatran mit Fokusstoß, sodass ein Tempui bereit. Ich hoffe es jedenfalls. So, Fokusstoß, go. Yes, wir treffen. Das Ding ist aber sowieso speziell defensiv. Vielleicht möchte er auch Rocks legen. Okay, das ist ein Tool-KO und. Er legt sogar Rocks. Okay. Das bedeutet, wir können unser Voltolos noch eine Runde bewahren. Das Ding ist, geht er jetzt in Landorus? Oder bleibt er drin? Tarnsteine liegen. Ah, das ist ein Problem. Das heißt nämlich, Knuckles ist tot. Shit. Daran habe ich nicht gedacht. Bleibt er drin oder geht er in Landorus? Ich gehe auf Fokusstoß. Ja! Okay, Heatran ist nochmal raus. Okay. Er hat jetzt einen Safe-Switch in sein Landorus. Und kann einfach Steinkante drücken. Aber vielleicht habe ich ja Glück und sie geht daneben. Aber selbst da, eine Kraft der Flug wird halt nicht reichen. Jo. Ich brauche Cyclos ja nicht mehr rauswitchen. Die Tarnsteine würden skillen. Deswegen Kraftreserve. Wenn ich Glück habe, geht die Steinkante daneben. Kraftkoloss, den tanke ich aber nicht mehr, oder? Nee, den tanke ich nicht. Nein. Okay, aber ich kann es mir jetzt eventuell zunutze machen, dass das Ding einen Drop hat. Und in Sylveon, nicht in Sylveon, in Sliverin gehen. Problem ist, ich darf eigentlich nicht in Sliverin gehen. Ja, jetzt wird es nochmal interessant. Eigentlich muss ich in Meistergriff gehen. Dann. Nee, macht eigentlich auch keinen Sinn. Ich muss in Cyperbrugger gehen. Ich glaube, das verliere ich einfach jetzt gegen Lamus und Sylveon. Dadurch, dass mein Sylveon einfach paralysiert ist. Daran wird es scheitern, habe ich das Gefühl. Ich gehe jetzt auf Blättersturm. Bleibt das vielleicht drin? Nee. Er geht jetzt raus in sein Filinara. Ja, das werde ich nicht killen können, auf gar keinen Fall. Außer ich critte. Life auf Blättersturm, wie viel Schaden machen wir? Nicht genug. Ich werde jetzt aber
brauche eigentlich auch nicht rausswitchen, weil Meißenangriff wird langsamer sein. Knuckles stirbt durch die Tarnsteine. Ich brauche Serpiroyal noch gegen Slowbro. Außer Slowbro fährt Flammenwurf im Set, dann ist sowieso verloren. Sehe keine Chance, wie wir das noch gewinnen. Außer Serperial ist immer noch schneller, wird es aber nicht sein. Knuckles. Ich muss es überlegen. Knuckles stirbt, wenn ich es jetzt reinbringe. Also, Stahlober geht down. Dann kriege ich einen Safe-Shot auf Meistergriff. Die Frage wäre halt, würde ein Tempo-Heap vom Meistergriff ausreichen? Das ist halt die Frage. Wenn ich jetzt drin bleibe. Und Serperial verliere. Ich muss eigentlich Stahlober jetzt opfern, weil ich brauche Serperial noch. Ich muss es riskieren. Knuckles. Tschüss. Schallwelle würde mich jetzt halt so oder so killen. Ich würde aber tatsächlich trotzdem gerne wissen. Ich möchte eigentlich nicht kalken um mein Matches, aber das interessiert mich gerade einfach, weil ich weiß überhaupt nicht, wie schnell ein Sylveon ist. Das interessiert mich einfach mal gerade. Er wird auf jeden Fall schneller sein. Ja, es hat 60 Base und Conkeldurr hat 45. Es hängt jetzt davon ab, ob er. Wenn er jetzt drin bleibt und der Tempo-Heap reicht aus, dann habe ich den Hauch einer Chance, das noch zu gewinnen. Tempo-Heap. Nein! Ein Hauch von KP. Nein. Oh, wie ärgerlich. Ja, okay, jetzt haben wir verloren. Jetzt ist das Match auf jeden Fall verloren. Wenn Serperial jetzt ein Move tankt, ne? Dann würde ich weinen. Aber Schallwelle, keine Chance. Von Choice Back Sylveon. Oh Mann, so ein Hauch von KP, schade. Ja, da geht Sylveon durch den Rest vom Team, ja. Tschüss, Liberin. Ulti Jabit. Haben wir das Match verloren? Weil ich am Anfang ein wenig gechoked habe. Wobei, was eigentlich nur ein bisschen gemeldet hat, das heißt ein bisschen was hart gemeldet hat, war eigentlich nur der Switch in Serperial, weil ich in Voltolos gegangen. Die Donnerwelle hätte keine Wirkung gehabt. Und Serperial wäre nicht paralysiert gewesen. Dann hätte ich nur eine reelle Chance gehabt, weil dann hätte ich gegen Sylveon einfach Blättersturm spammen können. Das wäre besser gewesen. Aber gut, was soll man machen? Chris auf jeden Fall GG an der Stelle, war ein recht interessantes Match. Ich habe am Anfang echt gedacht, das wird mega stall-lastig, aber war in Ordnung. War auf jeden Fall in Ordnung. Ich danke dir auf jeden Fall für das schöne Match. Ich hoffe, ihr hattet Spaß, liebe Freunde. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Wenn ihr auch gegen mich kämpfen möchtet, ne? Schaut in der Videobeschreibung vorbei. Da seht ihr meinen Twitter-Link und ich poste immer auf Twitter, wenn ich Kämpfe aufnehme. Deswegen, ja. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Haut raus. Ciao.